Wie man Entities in Spring Data JPA implementiert, das wissen wir jetzt. Aber wie ist das eigentlich für Value Objects? Das kommt jetzt. Schauen wir uns mal einen Ausschnitt aus unserem Datenmodell an, aus unserem logischen Datenmodell für unser Campus Management System. Und wenn wir da drauf schauen, dann sind die meisten der Klassen, die wir hier sehen, Entities, Student, Study Program und Study Group. Aber die Adresse ist ein Value Object. Das hatten wir bereits in einem der letzten Videos etabliert. Jetzt sollten wir uns mal angucken, wie ich denn jetzt eine Adresse als Value Object implementiere. Und vielleicht machen wir als kleine Wiederholung nochmal, was eigentlich ein Value Object ausmacht. Das sind im Wesentlichen drei Eigenschaften. Ein Value Object hat keine ID. Objekte, also zwei Value Objects, Instanzen von Value Objects sind gleich, wenn die Attribute gleich sind. Das heißt also, Attributgleichheit heißt Objektgleichheit. Das ist fundamental anders als bei Entities. Und als dritte Eigenschaft, Value Objects sind immutable. Das heißt, wenn ich eine Änderung vornehmen will an den Objektwerten, dann muss ich zwangsläufig, weil ich ja keine ID habe, das Value Object wegwerfen und ich erzeuge es einfach neu mit den geänderten Attributwerten. Schauen wir uns mal an, wie ich das in meinem Campus Management System umsetzen kann. Dafür schaue ich auf mein Codebeispiel, was jetzt schon über einige Iterationen hinweg gewachsen ist und eine größere Anzahl von Entities und Value Objects enthält. Und wir schauen uns mal da ganz konkret an, wie das Address-Objekt umgesetzt ist. Ich habe ein Package University. Innerhalb dieses Packages University habe ich eine Anzahl von weiteren Packages, die jeweils den einzelnen Entities zugeordnet sind. Bis auf eine Ausnahme, das ist Domain Primitives. Und in diesem Package Domain Primitives habe ich eine Anzahl von Value Objects abgelegt, die für mich sozusagen atomare Daten meiner Domäne darstellen, wie zum Beispiel eben genau jene Address, aber auch eine E-Mail oder eine Matrikelnummer. Und ich habe sie deswegen als eigene Value Objects modelliert, damit ich ein bisschen Business-Logik dort schon mal unterbringen kann. Also zum Beispiel bei der Matrikelnummer eine Operation unterbringen kann, um die Validität einer gegebenen Nummer zu prüfen, dass sie zum Beispiel 8 Stellen hat. Bei einer Adresse kann man sich ähnliche Operationen denken. Habe ich jetzt nicht implementiert, aber ist sinnvoll. Auf dieses Prinzip der Domain Primitives werde ich wahrscheinlich auf einem späteren Video nochmal eingehen. Schauen wir uns die Klasse Address mal ein bisschen genauer an. Da sieht man keine großen Überraschungen. Man sieht die 4 Attribute, die wir vereinbart haben: Postcode, City, Street und Number. Und man sieht eine Anzahl von Lombok-Tags, die jetzt auch nicht so überraschend sind. Den No-Args-Konstruktor, den braucht Spring im Allgemeinen, einen All-Args-Konstruktor, was für eine prinzipiell mal immutable sein sollende Klasse sinnvoll ist. Damit kann ich nämlich alle Argumente, alle Attributwerte auf einmal dem Konstruktor übergeben. Und Setter und Getter. Das ist das, was wir sonst auch haben. Das ist jetzt sozusagen Address als ein relativ normales POJO, als ein Plain Old Java Object. Wie mache ich denn jetzt daraus tatsächlich ein Value Object? Der erste Schritt ist, dass ich es in Spring mit dem Wort embeddable tagge. Und dieses Wort embeddable fasst eigentlich auch genau das zusammen, was Spring hier tut. Das werden wir gleich sehen. Wenn wir eine 1-zu-1-Beziehung haben zu diesem Value Object von einem Entity her, dann wird Spring einfach die Datenbank-Columns, die zu diesem Value Object gehören, mit in die Datenbank-Columns von der Entity einbetten. Daher das Wort embeddable. Das machen wir jetzt mal. Damit kann ich Address als Value Object benutzen. Und wenn ich mir die Klasse Student anschaue, dann sehe ich, wie das geht. Da habe ich jetzt eine Anzahl von Daten drin, die hier im Moment nicht ganz so interessant sind. Aber wenn wir mal hier drauf schauen, dann sehe ich, dass ich da das Attribut Private Address habe. Und das ist gekennzeichnet mit dem Tag Embedded. Also quasi das Gegenstück zu Embeddable.
wäre embedded. Und damit habe ich gekennzeichnet, dass zu jedem Student eine Adresse gehört, ein Adressobjekt, was als Value Object in die Datenbankrepräsentierung eingebettet wird. Das können wir uns auch jetzt mal anschauen, wie das aussieht, wenn wir die H2-Konsole anschauen. Ich habe in meiner Codebasis eine Anzahl von Sample Data, die zeige ich jetzt nicht. Das ist vielleicht nicht ganz so interessant. Ich habe also drei Studenten, die ich schon mal vorab angelegt habe, mit entsprechenden Bezügen zu anderen Entities. Da habe ich den Student und wenn ich das laufen lasse, Select Stern vom Student, dann sehe ich, dass ich drei Studierende habe, nämlich die Amelie, den Georg und den Mehmet. Und ich habe die Adresse von Amelie, Georg und Mehmet eingebettet. Ich habe hier City, ich habe da Number, ich habe da Postcode und ich habe da Street. Also so, wie ich das auch erwartet hätte. Wir haben gesehen, die Beziehung zwischen Student und Address als 1 zu 1 Beziehung hat funktioniert mit dem Tag Embedded in der Klasse Student. Jetzt möchte ich mir aber doch noch mal ein bisschen genauer anschauen, ob ich denn die anderen Eigenschaften meines Value Objects korrekt umgesetzt habe, bevor ich weitergehe. Also, wir haben keine ID, das haben wir eben gesehen. Aber was ist mit den beiden anderen Eigenschaften? Sind die Objekte wirklich gleich, wenn die Attribute gleich sind? Und ist das Objekt wirklich immutable? Dafür lege ich hier in meiner Codebasis mal einen Unit-Test an für die Klasse Address. Der Test wird ganz einfach, deswegen spare ich mir die Before Each und die After Each Methoden und mache mal direkt die Testklasse. Und ich teste mal die Eigenschaft, dass zwei Adressen gleich sein sollten. Ich lege jetzt zweimal die gleiche Adresse an in zwei verschiedenen Objekten und gucke mal, ob tatsächlich die beiden gleich sind. Dann nehme ich mal die Adresse meiner Lieblingsfußballmannschaft und diese Adresse dupliziere ich jetzt einfach. Dann habe ich die zweimal. Und jetzt müsste ich ja eigentlich mit Equals testen können, ob die beide wirklich gleich sind. Der Test schlägt fehl und wir kriegen hier diese Meldung. Wir kriegen also Expected und Actual, zwei verschiedene Klassennamen mit so einer Klassen-ID da dran. Und vielleicht ist dem einen oder anderen von Ihnen dieser Fehler vertraut aus den Unit-Tests, die bei uns im Praktikum ausgeführt werden. Denn ich habe was vergessen. Wenn ich mir mal anschaue hier, was ich bei der Klasse Address gemacht habe, dann habe ich nämlich nicht dafür gesorgt, dass ich eine Equals-Methode habe, die zwei Adressen als gleich markiert, wenn alle Attributwerte gleich sind. Und damit habe ich eine wesentliche Value-Object-Eigenschaft nicht implementiert. Das kann ich von Hand machen, wenn ich will. Die viel elegantere Lösung ist, dass ich das über eine Lombok-Annotation mache und da habe ich die Equals and Hash-Code. Annotation. Und damit schreibt mir Lombok einfach eine Equals-Methode, die auf dem Equals aller einzelnen Attributwerte beruht. Und das ist ja genau das, was ich hier haben möchte. Lassen wir den Test nochmal laufen und schauen, ob er jetzt gelingt. Jetzt gelingt der Test, also jetzt sind beide Adressen gleich. Damit habe ich die Eigenschaft erfüllt, dass die Gleichheit von Value Objects auf der Gleichheit der Attributwerte beruht. Es gibt aber noch mehr, es gibt die Immutability. Habe ich die denn auch? Das kann ich jetzt nicht ganz so leicht durch einen simplen Unit-Test absichern. Würde auch gehen, aber dann brauche ich sowas wie Reflection API. Das lasse ich jetzt. Ich kann es einfach ausprobieren. Eigentlich dürfte es nicht gehen, dass ich die Stadt im Nachhinein verändere. Ich war jetzt in der Lage, die Stadt auf Köln zu verändern und für einen Gladbach-Fan ist die Vorstellung, dass der Verein nach Köln umzieht, eher nichts, was man gerne sieht. Deswegen muss ich nochmal was tun. Wenn ich hier rauf gucke, liegt der Schlüssel dafür in der
Setter-Annotation. Wenn ich ihm den Setter wegnehme, dann kann ich schlichtweg die Set-Methode nicht mehr aufrufen. Ganz einfach. So simpel ist es am Ende. Ich speichere das und wenn ich jetzt hier hingehe, dann sehe ich, dass er diese Methode schlichtweg gar nicht mehr hat. Das heißt also, ich kann diese Zeile nicht mehr syntaxkonform hier aufnehmen in meinen Code und muss sie rausnehmen. Damit habe ich dann dieses Objekt tatsächlich immutable gemacht. Wenn Sie das vergessen bei sich im Praktikum, dann werden Sie einen Test fehlschlagen sehen, der versucht, genau diese Setter-Methode aufzurufen. Dort machen wir das in der Tat mit Reflection API, deswegen bekommen Sie dann die entsprechende Fehlermeldung. Und im Test würden wir auch noch akzeptieren, dass man das Objekt klont, bevor man es zurückgibt. Und dann darf es auch ein Pojo sein, was auch Setter hat. Das ist sozusagen etwas großzügig ausgelegt in dem Test. Aber wenn Sie so einen Test fehlschlagen sehen, dann wissen Sie auch, woran es liegt. Damit haben wir jetzt das Value Object tatsächlich so umgesetzt, wie wir es haben wollen. Dann bleibt noch eine Frage zu klären. Wir haben die 1 zu 1 Beziehung angeschaut, aber was ist denn mit der 1 zu n Beziehung? Und dafür gibt es auch eine Annotation, die leider nicht ganz so eingängig ist wie das Wort Embedded. Diese Annotation lautet Element Collection mit einer zusätzlichen Angabe einer Target Class. Und das spielen wir jetzt auch an dem Code einmal durch. Ich gehe dazu wieder in die Klasse Student und ich möchte jetzt nicht die Beziehung zu Address ändern, weil dann laufen meine ganzen Tests nicht mehr. Ich werde einfach mal ein neues Attribut hinzufügen. Ich werde einfach mal davon ausgehen, dass ein Student neben der Adresse, neben der Primäradresse noch eine Anzahl von Sekundäradressen angeben kann. Fachlich nicht gerade wahnsinnig sinnvoll, aber zum Zeigen ist es, glaube ich, in Ordnung. Das annotiere ich, wie eben gesehen, durch Element Collection. Und der Element Collection muss ich eine Target Class mitgeben. Und es ist auch sinnvoll, der Element Collection einen Fetch Type mitzugeben. Fetch-Type kann lazy sein oder auch eager. Das heißt, je nachdem, welchen Fetch-Type ich habe, wird in der Query direkt die ganze Collection geholt. Also bei Fetch-Type eager hole ich direkt die ganze Collection einmal rein. Und das ist in meinem Fall ja sehr sinnvoll, denn einen Satz von Value Objects möchte ich ja im Allgemeinen zusammen mit meinem Entity laden, weil diese Value Objects ja im Grunde genommen eine Art von etwas komplexeren Attributen sind. Also die hätte ich schon gerne immer mit dabei. Damit habe ich das jetzt angelegt und ich müsste jetzt mal in meinen Sample-Daten entsprechend diese Second Addresses setzen. Und schaue mir dann an in der H2-Konsole, wie Spring das umsetzt. Wenn ich hier meine Studierenden angucke, dann habe ich die gleichen Columns, die ich vorher auch hatte. Da hat sich nichts geändert. Wir schauen uns mal hier die Amelie näher an, weil zu der müssten wir ja gleich zwei Adressen finden. Das ist die ID, die auf eine 92 endet. Und dann sehen wir hier die Tabelle Student Second Addresses. Und wir schauen mal an, was da drin ist. Und da sehe ich jetzt, dass hier eine Student-ID existiert. Das ist also quasi der Foreign Key. Und wir haben tatsächlich die 92, also die Amelie, zweimal drin. Einmal mit ihrer Heimadresse und einmal mit der Adresse von Mehmet. Und dann haben wir die zweite Adresse von Georg hier, eine zweite Gummersbacher Adresse und die zweite Adresse von Mehmet, eine zweite Düsseldorfer Adresse. Damit sehen Sie, wie in solchen Fällen bei einer 1 zu n Beziehung zu einem Value Object das abgebildet wird. Es wird also eine extra Tabelle angelegt. Sie haben noch eine Menge Möglichkeiten. Sie könnten auch diese Tabelle zum Beispiel anders benennen, wenn Sie das möchten. Sie könnten die Columns anders benennen. Das habe ich jetzt alles nicht gemacht. Und die Identifikation des zugehörigen Entities passiert dadurch, dass Sie einfach einen Fremdschlüssel
mit zugegeben wird. Also ein Primary Key hat diese Tabelle nicht, sondern nur einen Foreign Key und dieser Foreign Key zeigt dann auf das entsprechende Entity. Damit haben Sie gesehen, wie man Value Objects mit Spring Data JPA implementiert. Sie annotieren die Klasse mit Embeddable, eine 1-zu-n-Beziehung, implementieren Sie mit dem Tag Element Collection eine 1-zu-1-Beziehung mit Embedded und achten Sie darauf, dass Sie in dem Value Object die Immutability sicherstellen, dadurch, dass Sie keine Setter haben und dass Sie eine Equals-Methode bereitstellen, sodass zwei Value Objects gleich sind, wenn alle Attributwerte gleich sind.